Und eigentlich müsste man das, ne, das müssen wir hier schon machen. Weil hier ist das Wesentliche. So. Nur ist halt das Ding, wie ich dieses Lager anpacke. Also ich würde eigentlich ganz gerne das so machen, dass ich halt mehrere, also so eigentlich sind zwei Barrels übereinander, denke ich, ganz gut. Würde halt dann zur Folge haben, dass wir sehr viele Diamond Pipes zum Sortieren brauchen. Aber da komme ich, denke ich mal, mit klar. Das soll jetzt kein großartiges Problem sein. Man sieht es ja. Diamanten habe ich ja dank Farm ganz gut. Und das Ding ist, brauchen eh nur eine Pipe. Brauchen nur eine einzige Diamond Pipe, um das Ganze auf dreistöckig zu sortieren. Da funktioniert das wie folgt. Wir haben jetzt hier dann die ganze Zeit die Pipes. Weil jetzt sind hier abwechselnd Cobblestone und Stone. Stone, Cobblestone, Stone, Cobblestone, Stone und Cobblestone. Haben hier jetzt noch mit anderen. Haben wir noch Sand irgendwo? Oh, mysteriös. Da ist auf einmal Sand. Oh Gott, ich tippe, ich brauche 4. Oh, noch mehr Sand. Welch Zufall. Oh Gott. Wo war es der Sand? Hier war der Sand. Ich brauche noch mehr Sand. Oh, noch mehr Sand. Welch unglückseliger Zufall. So gut, jetzt passt's aber. Jetzt haben wir genug Sand. Haben wir einen Sandstone Pipe. Es gibt so viele verschiedene praktische Pipes. Wie ihr jetzt hier sieht. Kommt dann hier jetzt einfach eine Sandstone Pipe dran. Die verbindet nämlich nicht mit dem Barrel. Dann kommen hier einfach nur wieder normale Cobblestone Pipes hin. Schon haben wir das ganze System fertig. Und dann kommen jetzt hier oben noch Barrels drauf. So. Die ganze wäre jetzt erstmaligst, also erstmal fertig, sag ich mal. So, das, was jetzt hier hinten kommt, ist ein problematischeres Problem, sage ich mal. Das heißt, andererseits könnte man natürlich hier jetzt die Gelegenheit einfach mal spontan nutzen. Um so ein Ding einzubauen, aber das Problem ist viel mehr. Dass wir hier eine Cobblestone Pipe hochbauen müssen. Damit das noch, das System halt nicht crasht. Und hier muss jetzt eine Cobblestone Pipe logischerweise hin.
Ja, sieht man ja. Dann kommt hier die Iron Pipe hin. Dann machen wir hier wieder. So. Wie gesagt, ich bin hier alles noch ein bisschen am Tüfteln, wie das am besten läuft hier. Weil das Problem ist, sowas auch schön zu bauen. Also hier kommt ein Lager rein. Das ist jetzt schon mal so weit sicher. Gut, hier ungefähr das. Die nächste Seite lassen wir jetzt einfach erstmal. Wir packen hier eine Kiste hin oder sowas. Nee, warte, ein paar Etagen müssen hier noch hin. Hahaha, halt, 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 halt. Nämlich unter anderem Iron und so ein Käse. Das muss rein. So, jetzt haben wir natürlich auch keinen Cleanstone mehr, nehme ich mal an. Oh doch. Wir haben ihn sogar noch. Jetzt haben wir halt natürlich erstmal sechs Sachen, die wir haben. Was schon stark ist. Und das ist unser Lagersystem. Also so wird das später mal aussehen. Das ist jetzt halt nicht wirklich automatisch, aber es ist effektiv. So. Und jetzt muss ich hier erst einmal Klump einladen, sag ich jetzt mal. So, und dann haben wir so ziemlich alle Erze, die wir kriegen können. Zink. Zinn. Copper. Zink. Iron. Gold. Silver. Lead. Was gibt es denn jetzt für irgendwas? Hier, Lorium haben wir nicht. Das wird separat gespeichert in der Barrel. Also Iron, Tank, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Copper, Tin, Bronze brauchen wir auch nicht, Uran auch nicht, das auch nicht. Zinn, Copper. Wenn brauche ich die unten, brauchen wir hier alle. Platin. Quicklein und Ground Platinum. Ah, das kriege ich vom Platinum Ohr oder Nether Platinum Ohr. Okay, gut, das kriegen wir jetzt sonst nicht großartig anders hin. Zinn. Kriege ich den Stil? Kriege ich gar nicht her. Ja, doch, kriegen wir aber einen Raycraft dann her. Was kann man daraus machen? Das kann brauchen wir eh zunächst. Okay, also wir haben Goldeisen. Aluminium. Bronze. Ja, okay. Jetzt haben wir mal dazu. Copper, Lead, Nickel. Fragezeichen. Silber und Tin. Okay, jetzt warte mal, jetzt machen wir es erstmal so. Haben wir ein Aluminium irgendwo?
Ja, Aluminium haben wir noch nicht gefunden, tatsächlich. Okay. So. Dann haben wir natürlich hier noch Zink. Tungsten, Brass. Ja, es ist also ein bisschen random, okay. Wir haben hier oben, kommt hier Lithium in Weiß. Dann in Blau kommt drunter Silber. Okay. Und in Schwarz kommt Gold. 62 aktuell. Dann kommt unten daneben Eisen. Das heißt, hier muss Eisen auch in Schwarz. Dann kommt drüber Copper in Blau. Und Zinn in Weiß. So. Dann kommt hier Zink mal in Schwarz. Und alles andere, Barrenförmige, haben wir, glaube ich, eh noch nicht. Schmeißen wir die ganzen Erze. Hier rein, nachdem ja nur Schwarz und Rot ausgefiltert sind. Okay, Weiß tun wir mal blockieren. Holen wir uns die Enderkiste. Und jetzt sieht man schon, wie krass diese Abpumpung eskaliert hier. Oh. Shit. Ich habe jetzt irgendwie so ganz mitgedacht bei der ganzen Sache. Ich hätte nämlich vielleicht dran denken sollen. Dass am Anfang hier noch eine Sortieranlage fehlt. Hoppla. Fail. Yeah. Gut. Kann ja mal passieren. Das Einzige, was ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffe, ist eine Query aufzustellen. Was jetzt ein bisschen schade ist. Aber die Sortieranlage ist halt auch wichtig. Also am wichtigsten sind jetzt erstmal Cobblestone ganz unten, Dirt in der Mitte und Kies nach oben. Jetzt kann ich das dann ja schon mal einsortieren. Limestone eigentlich auch. Limestone geht dann hier automatisch hier schon rüber. So. Jetzt ja schon mal Cobble, Dirt. Gut, klar, sonst eh nicht viel. Kann man das schon mal in die Enderkiste hier oben reinschmeißen? Weil da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Der passt. So, und hier auf Weiß tun wir oben mal Marble rein.
So. Dann als nächstes solche Sachen hier. Wo ist unser, da ist unser Redstone. Ich dachte schon, wir haben keinen Redstone mehr. Diamanten. So. Na, hier kommt Marvel eh rein. Ja gut, nach oben kommen Dias. Nach unten, ne, nach Mitte kommen Emerald. Und nach unten Emerys. Dann in der nächsten kommt nach oben ein Redstone. In die Mitte Lapis und nach unten Tessertal. Nochmal jetzt hier noch zwei Schwachsinnsblöcke. Okay, ne, Obsidian. Kommt dann in die Mitte auf Blau. Und nach unten Schwarz. Keine Ahnung. Das müsste noch einigermaßen häufig sein. Sondern eh eigentlich zwar nicht braucht, aber was man in den Höhlen abbaut. Vermutlich jetzt Flint, ne? Na gut, wenn er so ist, muss man halt jetzt schnell so lange Flint rausholen. Flinthammer. Das wäre dann hier die Etage. Okay, dann tun wir jetzt erstmal nach unten Flint sortieren. Später eh nicht mehr. Das ist Gravel weiß oben. Wieso auch immer ich mir das jetzt so ausgesucht habe. Okay, dann fehlen noch sechs Sortierungen. Kohle fehlt zum Beispiel noch. Kohle kommt auf Weiß. Holz, Netherrack, Soul Sand. Klingt ganz gut soweit. Ja. Gut, schwarz und blau ist ja noch. Schwarz ist unten. Okay, und hier kommt dann hier nur noch das für die Mittelschiene. Haben wir schon irgendwo Emeralds? Ja, Emeralds haben wir schon. In der Sortierung. Ja, was können wir denn noch schnell sortieren? Nur kurz Glas. Aber nur zum Schauen, ob es geht. Die ist voll, die ist voll. Die ist jetzt nicht voll. Blau und Schwarz fehlt. Blau. Ne, Blau und Weiß fehlt. So. So.
Unser Inventar ist jetzt eh voll. Ist aber nicht schlimm, denn wir machen das jetzt hier eh so. Die Kisten haben wir ja. Kommen wir jetzt einfach so hin. Und jetzt schmeißen wir nur noch hier irgendwie schnell ein bisschen Zeug drin. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wie schon das Eisen ankommt. Dass jetzt hier nicht sortiert wird. Ich glaube, damals im Ego-Projekt hat bei Minecraft die Sortiermaschine ähnlich funktioniert, also nach dem gleichen Prinzip. Aber halt Kisten. Nicht mit sowas. Na, hier wird dann halt relativ aufwendig mit Fassaden zu arbeiten sein. Genau, und hier muss dann noch in die Mitte Basalt. Oh ne, das ist... Genau, bei Flint muss Basalt später rein. Da kommen wir Obsidian, nicht Depp. Man sieht hier schon, geht eigentlich recht fix das Abpumpen. Das Eisen geht jetzt hier überall nach unten. Bam. Ich muss dann halt noch die Sachen upgraden später, also bevor ich die Quarry anschalte, sollte ich noch hier alles ein bisschen upgraden. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, ich weiß, dass wenn Kisten voll sind, nichts mehr einsortiert wird, aber ich weiß nicht, ob das auch dann der Fall ist und Diamond Pipes sortieren sollten. Weil das soll ja dann am Schluss alles in einen Energy Condenser gehen. Der dann, was weiß ich, was damit macht. Muss man dann nachschauen. So. Also man sieht hier, hier wird abgepumpert das Zeug, wir sind jetzt schon bei über der Hälfte. Hier ist es natürlich alles voll dann. Also es ist ein sehr effektives Abpumpsystem. Jetzt kommen hier die ganzen Diamanten rauf. Also ich finde, das sieht gut aus. Ja, zur Verarbeitung steht soweit auch schon. Gut, dann können wir in der nächsten Folge eine Quarry angehen. Was kann noch alles ansortieren? Eigentlich können wir ja schnell alles reinhauen. Ich hoffe, dass Buckets nicht irgendwo als Platzhalter dienen. Was sie wahrscheinlich tun. Nee, nicht mal. Okay. Geht eh alles durch, außer vielleicht hier. Ah, das ist so ein Bronzeschwert. Weil es jetzt aber glaube ich auch schon nicht mehr sortiert wird. Weil es jetzt gedamaged ist. So. Ach, das ist aber das Zeug hier gerade random rausgefiltert wird.
Ich wollte mal Marble holen. Ich meine, dieses Item Transport, also dieses Sortiersystem ist jetzt halt nicht vollautomatisch, weil man sich halt nicht irgendwie über einen Monitor oder so alle rausholen kann. Aber es ist auf jeden Fall praktischer als so einiges anderes. Und jetzt muss ich das erst noch locken. Man muss hier dann halt dann noch quasi alles rund sein. Dann in so eine Art Crafting-Raum rein oder so. Wie gesagt, so ein richtiges Konzept habe ich jetzt ja eh noch nicht. Außer dass hier Embarrass produziert werden. Immer schön fleißig. Für die ganzen Upgrades. Die dann auch mit Pistons funktionieren. Wobei ich das vermutlich sogar direkt schon einspeichern könnte. Die Sticker. Ist jetzt wahrscheinlich sogar sinnvoller, als das direkt über Barrels zu lösen. Gleich schon die Upgrade-Sticker herzustellen. Storage Upgrade. So. Dann nochmal ein Stack Barrels. Die wir dann wahrscheinlich hier reinpacken können. Weil da ist alles Mögliche drin, was jetzt nicht verwehren werden konnte im Sortieralgorithmus. So, sind es weiß und Netherrack ist in der Mitte. Den müssen wir nachher nochmal aussortieren. Und das geht jetzt schon alles. Also überall, wo schon was drin ist. Das ist klar, wir haben jetzt noch Soul Sand, Fichtenholz und Ding. Testen wir es mal. Wird jetzt hier wieder rausgeholt. Also alles, was uns schon das erste Mal irgendwie reinkommt, muss da in sicher sein. Gut, das jetzt zu wissen, nicht später erst, wenn dann die Sachen von der Quelle nicht ankommen würden. Allerseits haben halt die Items, die da so rauskommen, eh einen festen Slot. Von dem her kein Problem. Mal, ich muss es nochmal schnell schauen. Genau, also ein Storage Upgrade kommen Nummer 64 Stacks dazu. Das ist echt krass eigentlich. Gut, dafür müsste man halt ins End für Endstone, oder? Kann man sich nicht craften. Ne.
Na, jetzt geht's, okay. Beruhigend zu wissen, dass das jetzt hinhaut. Gut. Ah, Annie gelockt heißt, dass dann nur das reinkommen kann. Oder wie? Das ist natürlich cool. Wie ging es eigentlich mit der Fassade? Sticker. Genau. Ach nee, das ist nur da, wo dann Redstone und. Ah. Ja, gut. Ja, egal. Gut. Das passt soweit. Dann haben wir es eigentlich. Tschüss.